Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute Cleverbot, Staffel 2, Folge 5. Wir starten durch und schreiben einfach mal direkt Guten Morgen, würde ich einfach mal sagen. Kann man mal machen. Es ist aber abends. Ja, das war Spaß. Nee, Digga, absolut nicht. Es ist gerade, wie spät haben wir es? 52 morgens. Nein, es ist 9:30 am Abend. Nein. Amerika, nein. Deutschland. Bamberg ist in Deutschland. Was für Bamberg, Bruder? Ey, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Ich nehme gerade eine Minute auf, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Bamberg ist in Deutschland. Ich weiß, dass Bamberg in Deutschland ist, dann ist ja kein Maul. Ey, Digga, ich sehe schon Videotitel, Digga. Cleverbot fuckt mich ab. Obwohl, Cleverbot triggert mich. Guter Titel. Krass nicht. Digga. Ey, ganz ehrlich, Digga. Was soll man darauf jetzt noch schreiben, Digga? Ich hab jetzt einfach Danke. Was? Danke. Okay, wir kommen jetzt wieder runter. Wie geht's dir? Gut, dir. Auch gut. Das ist schön. Dankeschön. So, ich schreibe jetzt einfach mal, was machst du so? Nur mit dir schreiben, chillig. Und du? Chillen. Sehr schön. Digga, dieses schön. Denke ich mir gerade, Walla. Egal. Egal, wie sonst real. Was laber ich? Hey, was laber ich, Digga? Ganz ehrlich. Ey, Digga. Ich brauche irgendwas mit Farbe wieder. Welche Farbe hat mein. Warte mal, welche. Oh, von welcher Marke sind meine Schuhe? Von welcher. Ja. Welcher Marke. Marke sind meine Schuhe. Von welcher Marke sind meine Socken? Ich glaube, er wollte Socken schreiben. Adidas. Nein, Puma. Puh! Ich trage Adidas. Also Schuhe. Socken sind Gucci. chillig. Ja, finde ich auch. Ach, ja, Kopf hat's mal. was kann man den Cleverbot noch Fragen stellen? Schon wie alt sag ich nicht. Boah. Wenn der jetzt auf Englisch antwortet, ne, weil Baum. Ich boxe euch über den Monitor, ne? Junge, wie kann mich ein Bot so hart abnerven, Digga? Abnerven, was das? Was ist das für ein deutsches Wort, Bruder? Das ist niemals ein deutsches Wort. Abnerven, das ist niemals ein deutsches Wort. Wenn doch, bin ich Kaiser von. Weiß ich nicht. Scheiß drauf, wir machen weiter. Weil warum? Alles klar, Digga. Ich mache jetzt so einen auf Lehrer, Digga. Welcher Baum? Eiche, Fichte. Welcher Baum? Eiche, Fichte, Fichte. Alles klar, Digga. Buche. Was gibt's noch für Bäume? Pfefferminz. Nein, das ist kein Baum. Das ist ein Blatt. Was gibt's noch für Bäume, Mann? Scheiß drauf. Ein Baum. Ja. Okay. Lol. Was lol?
Wenn er jetzt sagt alles, naja, Leute. Junge, dieser Cleverbot macht mich noch irre, Digga. Ich muss wegen Cleverbot muss ich noch Psychiatrie, Digga, Wanda. Digga, Mann. Nein, nicht. Lol. Doch, lol. Nein. Nein, doch. Okay. Ich hab keinen Bock mehr. Welche? Warte. Schreib mal, woher kommst du? Deutschland. Save. Wieso willst du das wissen? Weil ich da Bock drauf hab. Jetzt mach ich seinen Move. Mal Baum. Ah ja, Baum. Gute Antwort. Ja. Los. Du weißt nichts. Puh! Er disst mich einfach. Er disst mich einfach. Nein, Spaß. Aha. Und du? Was? Was und du? Wie heißt du? Randy Orton. Das laber ich. warte. Ich nehme mal irgendeinen random Namen, Digga. Ich sag jetzt einfach mal John. Also bist du ein Junge? Ja. Wenn ich jetzt sagt, dass ich aber gesagt habe, dass ich ein Mädchen bin, ich hätte ihn geschlagen. Ne? Ich wäre zu diesem Cleverbot gefahren, ich hätte ihn geboxt. Weil das, glaube ich, Leute aus kompletter Welt oder so sind, Digga. I don't know. Aber du aber. Hä? Juge, ja Mann. Ich bin ein Juge. Mhm. Bruder. Puh. Nein, du bist ein Mädchen. Nein. Okay, dann bin ich ein Mädchen. Was? Hä? Was? Leute, dieser Cleverbot, der macht mich physisch. Psychisch. So. Kaputt macht er mich. Kaputt. Alles kaputt. Das laber ich. Aha. Ah ja. Es geht schon wieder los. Ey, Digga. Bruder. Ganz stumpf. Wir sind verheiratet. Nein, sind wir nicht. Nein. Nicht. Doch, du hast ja gesagt. Wann? Wann? Kann ich eben. Halt's Maul. Nein. Habe ich nicht. Nein. Jetzt wieder doch, oh, schreit, Digga, dann box ich den, ne? Und wie alt bist du? 60, weißt du? 60. Na, ich schreib jetzt mal wirklich mal ein Alter hin, 60. Daniel, wo wohnst du? Was für Daniel, Digga? Was für Daniel, Digga? Ich schreib jetzt einfach zu Hause. Und wo ist dein Zuhause? Bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern. Deine Eltern? Arbeiten. Also was arbeitest du denn? Noch nicht. Ja, Bruder, ich bin mit 16 Hartz IV Empfänger. Genau, mit 16. Mhm. Ich glaube, mit 16 kannst du doch noch gar kein Hartz-IV-Empfänger sein. Also geht gar nicht, Digga.
Ich würde sagen, wir lassen das an dieser Stelle. Leute, das war's mit diesem wunderbaren Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen, würde mich sehr unterstützen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.